Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Visitenkarte vervollständigen könnt, in denen ihr 10 Geister gesehen haben müsst. So, ich habe hier 5 von 10, werden auch wahrscheinlich die meisten haben, weil das sind dann die 5, die man machen muss, um das Haupt-Easter Egg zu absolvieren. Was ich mit Geister überhaupt meine, für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich spreche, das sind die hier, wie beim Tagebuch-Step, diese 3 Geister, die man sammeln muss, und davon gibt es halt 5 weitere. Die ersten beiden Geister bekommt ihr, indem ihr die Anomalie benutzt für den Tagebuch-Step. Und der erste Geist ist dann hier beim Arsenal. Wie ihr seht, da sind 2 ganz neue Geister, die gab es vorher nicht. Und der zweite Geist mit derselben Anomalie befindet sich im Wohnzimmer, wo ihr auch die gratis Wunderwaffe herbekommt. Für den dritten Geist müsst ihr die Anomalie benutzen für den Panzerstep, und dann befindet sich der Geist auch schon da an dem Baum an der Absturzstelle, wo auch die Panzerkugel hingeschossen wird. Für die letzten beiden Geister braucht ihr die letzte Anomalie für den Buildstep, um in den Bossfight zu kommen. Aktiviert die Anomalie, begebt euch in Richtung Teich und dann wird der Geist schon hinten am Teich sein, Leute. Hier genau. So, und der allerletzte Geist befindet sich im Kontrollraum neben dem AK-Wandkauf. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das gerne an dieser Stelle ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.